Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, am vergangenen Mittwoch haben wir eine neue Katechesenreihe begonnen, welche die Kirche zum Thema hat. Heute wollen wir darüber nachdenken, dass unser Christsein immer auch Zugehörigkeit zur Kirche, zum Volk Gottes bedeutet. Als Christen sind wir keine Individualisten. Unsere Identität ist Zugehörigkeit. Wenn der Satz "Ich bin Christ" sozusagen mein Vorname ist, dann ist der Satz "Ich gehöre zur Kirche" wie ein Nachname. Dieser Name sagt mir, ich bin Glied einer Gemeinschaft, die zu Gott, zu seinem Bund gehört. In diesem Zusammenhang wendet sich unser Denken all jenen Menschen zu, durch die wir den Glauben empfangen, die für uns die Taufe erbeten, die uns die Gebete gelehrt und ein lebendiges Beispiel gegeben haben. Unsere Eltern, Großeltern, Priester, Ordensschwestern, Katechisten, Lehrer und Freunde. Wir sehen also, keiner wird Christ aus sich selbst heraus, sondern durch die Kirche, die eine große Familie ist, in die man aufgenommen wird und in der man Glauben lernt. Daher hat Papst Benedikt XVI. Die Kirche immer wieder als ein großes Wir beschrieben. Es geht nicht zu sagen, ich glaube an Gott, aber die Kirche interessiert mich nicht. Der Herr hat uns das Evangelium in der Gemeinschaft der Kirche anvertraut. Mit der Kirche können und wollen wir in Liebe zu Gott und zum Nächsten wachsen. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Cari amici, chiediamo al Signore, per intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, la grazia di non cadere nella tentazione di pensare di potersi salvare da soli. Non si può essere in comunione con Dio senza esserlo con la Chiesa. Perciò amiamo la Chiesa. Dio vi benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Liebe Freunde, bitten wir den Herrn auf die Fürsprache der Jungfrau Maria, der Mutter der Kirche, dass wir nicht in die Versuchung fallen, zu denken, uns allein erlösen zu können. Man kann nicht mit Gott in Gemeinschaft sein, ohne die Gemeinschaft der Kirche. Lieben wir daher die Kirche. Gott segne euch alle.